Ja, moin moin. Mein heutiger Leseschatz ist ein Krimi, ein Thriller, aber geht darüber komplett hinaus, fand ich jedenfalls. Es ist ein Buch, in dem wir abtauchen können, das uns von Anfang an, gleich im Prolog, mitten ins australische Outback katapultiert. Jane Harper zu Staub, der dritte Roman von Harper in der australischen Einödnis, wo es ums nackte Überleben eigentlich fast schon geht, weil die Landschaft, die hier beschrieben wird, ist so einzigartig, so menschenfeindlich eigentlich, ist von Hitze und von Staub beherrscht. Wenn, dort fließt auch ein Fluss, wenn es zum Beispiel 1000 Kilometer entfernt zu einem Wolkenbruch kommt, werden die Wassermassen irgendwann auch dieses Land, wo die Handlung spielt, überschwemmen. Das passiert auch an dem Marsland. Das heißt, man hat hier immer wieder mit Überschwemmung zu tun und mit tödlicher Hitze. Die Farmen liegen so weit auseinander, dass man viele Stunden fahren muss, um sich gegenseitig aufzusuchen, um die Arbeiten gemeinsam zu verrichten. Eine riesengroße Farm, die es hier geht, die durch den Tod des Farmers auf die drei Brüder verteilt worden ist zu einem Drittel. Es kommt aber dennoch zu weiteren Trennungen dessen, was wir peu à peu erfahren. Der mittlere von den drei Brüdern, Cameron, ist es, der gleich im Prolog tot aufgefunden wird. Mitten in der Einsamkeit. Der einzige schattenspendende Platz, den er gefunden hat, war ein uralter Grabstein, der dort schon immer steht. Und er im Kreis immer wieder mit seinem Kopf sich in diesem Schatten des Grabsteins bewegt hatte, aber dann doch umgekommen ist. Sein Fahrzeug selber, vollgepackt mit Wasser und Lebensmitteln, stand mehrere Kilometer entfernt. Und die beiden Brüder sind es nun, die den toten Bruder dort finden und auch mit der Polizei und den Sanitäter dort den Tatort begutachten. Aber es wird auch keine äußerliche Gewalt gesehen. Was ist hier tatsächlich vorgefallen? Das ist dieser Spannungsbogen, der gleich am Anfang gesetzt worden ist. Die beiden Brüder sind es jetzt, die halt dementsprechend klären müssen, was soll weiterhin passieren mit den großen Farmlandschaften. Auch mehrere Verdachtsmomente erschließen sich gleichzeitig, weil die Frage steht ja im Raum, ist der tote Bruder eines natürlichen Todes gestorben? Hat er sich den Tod hingegeben oder hat jemand ihm etwas Böses gewollt? Es gibt dort mehrere Verdachtsmomente, sei es seine Frau, und die leben halt alle gemeinsam dort auf diesem Hof, sei es die beiden Brüder, die noch da sind. So wird man in einen Spannungsbogen gesetzt, aber das Buch lebt vom Setting alleine auch schon alleine, weil es so toll, diese Landschaftsbeschreibungen so toll beschrieben sind, dass man komplett in diesem Buch abtaucht. Genauso wie Gary Disher es bisher auch schon mit den australischen Krimis gemacht hat, hat mich dieses Buch komplett überzeugt. Übersetzt wurde es von Ulrike Wassel und Klaus Timmermann. Also mein Lesetipp für tolle Krimi-Stunden, aber gleichzeitig auch ein Roman, um den es viel mehr geht, wo sich langsam peu à peu die ganze Geschichte erschließt und durch, ich kann es nicht wiederholt sagen, durch die tolle Landschaftsbeschreibung. Ich wünsche viel Spaß, erlesene Stunden, bis bald. Hauke Hader von der Buchhandlung Almut Schmidt und von dem Blog Leseschatz, auf dem Sie immer weitere Lesetipps von mir erlesen können. Vielen Dank. Tschüss.